Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Wir sind heute am Urbacher Theresienheim, um eine ganz besondere Scheckübergabe zu begleiten. Daniel Batz, Torwart des 1. FC Saarbrücken, hat sein Siegertrikot aus dem Spiel gegen Karlsruhe im DFB-Pokal für 1100 Euro versteigert. Der Erlös aus der Versteigerung ging ans Theresienheim. Wir waren heute bei der symbolischen Scheckübergabe dabei. Das Theresienheim war bei mir direkt im Fokus, als der Daniel Batz mich angerufen hat, dass er diese Aktion eigentlich starten will. Weil ich war vor der Weihnachtszeit mit Christopher Schorsch schon hier im Theresienheim. Da hatten wir eine große Geschenkaktion für dieses Heim initiiert, der Christopher Schorsch und ich. Und da war ich beeindruckt, was in dieser Einrichtung alles passiert. Für junge Menschen, für junge Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre mit Sicherheit ein Projekt, das man unterstützen kann und unterstützen sollte. Habe ihm Daniel das vorgeschlagen und dann hat er gesagt, wenn du meinst, Theresienheim wäre die richtige Adresse, dann machen wir das auch so. Daniel, wie kamst du auf die Idee, dein Siegertrikot zu spenden? Also ehrlich gesagt kam mir das schon kurze Zeit nach dem Spiel in den Sinn, dass man diese Aufmerksamkeit, die uns und auch mir geschenkt wurde, dass man das einfach für einen guten Zweck nutzen konnte. Und ich hatte dann von Christopher hatte ich im Dezember eine gute Rückmeldung über das Theresienheim und habe dann noch mit Jörg Alt Kontakt gehalten und ihn gefragt, was könnte man machen, an welche Einrichtung könnte man spenden. Und dann kam er relativ schnell aufs Theresienheim. Und deshalb freut es mich riesig, dass ich heute hier sein darf, dass ich hier was Gutes tun kann. Und ja, das war dann direkt so die erste Intention von mir. Ja. Jetzt hat das ja unheimlich viel Geld gebraucht. Hat dich das auch überrascht? Ja, also ich war brutal überrascht, wie schnell dann die Gebote nach oben gegangen sind und dass am Ende so viel Geld bei rauskommt. Freut mich natürlich sehr, sehr, dass das von den Leuten da draußen auch so wahrgenommen wird, dass es einfach für einen guten Zweck ist und dass so viel bei rumgekommen ist. Ja. Wie hast du jetzt hier den Empfang empfunden mit den ganzen Kindern? Hat dich das gefreut? Ja, sehr herzlich. Also es ist schön, wenn man in den Raum kommt und dann die Leute einen anstrahlen. Das bewegt einen schon, wenn man hier sich die Einrichtung anguckt und mit den Leuten spricht, was die alles leisten und auch angewiesen sind einfach auf Spenden. Und da freut man sich einfach, dass man ein Stück weit was mit beitragen kann, dass die Kinder sich freuen oder ein neues Gerät bekommen können. Was machst du mit dem Siegertrikot von Düsseldorf? Ja, das ist noch weit weg. Morgen geht es erstmal los. Ich denke, das ist viel entscheidender. Und dann kann man am Ende, wenn man vielleicht Düsseldorf geschlagen hat, kann man über noch mal was anderes nachdenken. So, wir sprechen jetzt mit Heribert Denzer. Er ist Bereichsleiter hier im Theresienheim. Ja. Ja, Bereichsleiter für die stationären Kindergruppen. Wir haben seit letztes Jahr Kontakt mit dem 1. FC Saarbrücken und freuen uns jetzt auch über diese Spende, über die Versteigerung vom Trikot. Wir haben hier 19 stationäre Gruppen. Das bedeutet Kinder, die ganz bei uns wohnen, ganz bei uns leben. Die haben alle Eltern, gehen am Wochenende nach Hause, sind die Woche über aber hier bei uns. Und die würden sich freuen über einen wetterfesten Tischfußball, Tischkicker, den wir draußen im Freigelände dann platzieren. Und das kommt, glaube ich, dem 1. FC Saarbrücken auch zugute, dass die Kinder, die sowieso alle sportbegeistert sind, aber auch fußballbegeistert sind, sich schon freuen, wenn sie beim Heimspiel nochmal mit dabei sein können. Und der Herr Alte, erste Vorsitzende, hat ja betont, dass diese Partnerschaft längerfristig angelegt ist. Und er will länger mit uns als Theresienheim zusammenarbeiten. Und da freuen wir uns. Das sehen Sie auch hier an den Kindern, die extra gekommen sind für die Unterschriften. Die sind ganz begeistert und haben natürlich das Elfmeter-Drama zwar erst am nächsten Tag, aber dann per Mediathek dann nochmal gesehen. Ja. Ja. Und das war ist ja glücklich ausgegangen und dann hoffen wir das genau. Auch die Zusammenarbeit ja. Hier. Aber auch in der Regionalliga jetzt, wir waren auch gucken, wir hoffen jetzt auf die dritte Liga und wir hoffen auch auf das neue Stadion. Da werden unsere Kinder dann auch Gäste sein des 1. FC Saarbrücken. Das hat der Herr Alt uns schon versprochen, dass wir dann gucken können. Und das ist natürlich ein besonderes Highlight, wenn unsere Kinder bei so einem Fußballspiel mit dabei sind und auch in den Innenraum dürfen. Und die Autogramme, die hängen in allen Zimmern, hängen Schals und Trikots. Auch aus den letzten Begegnungen schon. Überall bei den Kindern ist das platziert.